Kann ich mit 63 Jahren und 45 Jahre Wartezeit abschlagsfrei in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, dieses Video ist sozusagen wieder mal ein Dauerbrenner, also ein Video zu einem Dauerbrenner-Thema, was uns sehr, sehr häufig auf rentenbescheid24.de als Anfrage erreicht, und zwar das Thema: Wann kann ich erstmals abschlagsfrei in Rente gehen? Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen es ja anhand schon der Fragestellung, die uns da erreicht hat. Ich werde Ihnen das gleich sagen, was es da geht. Ist ja klar, dass immer noch nicht alle Leute in Deutschland oder viele Leute nicht wissen, wann ich überhaupt erstmals abschlagsfrei in Rente gehen kann. Und es wird ja viel immer auch mit dem Thema 45 Jahre Wartezeit oder 45 Jahre Arbeiten, 45 Jahre Beitragszeit, 46 Jahre, 47 Jahre verknüpft. Und die Bezeichnung der Rente mit 63 ist absolut irreführend. Viele denken wirklich, sie können dann tatsächlich mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen. Meine Damen und Herren, es war natürlich klar, wer 45 Jahre Wartezeit erreicht hat, der konnte mit dem Geburtsjahrgang 1952 in diese Altersrente für besonders langjährig Versicherte, abschlagsfrei in Rente gehen. Aber das war eben nur bis zu diesem Geburtsjahrgang. Die Geburtsjahrgänge 1953 und aufwärts bis 1964, die können erst viel später in Rente gehen. Und zwar der Geburtsjahrgang 1960 zum Beispiel mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 4 Kalendermonate. Und leider ist es wirklich so, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland da immer noch nicht so genau wissen, wie die Rechtslage ist. Ja, und wie war die Anfrage auf rentenbescheid24.de? Im Kern, also ging es praktisch um folgende Frage: Ich bin am 26. Februar 1964 geboren und habe bereits 46 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet. Kann ich als besonders langjährig Versicherte mit 63 ohne Abschläge in Rente gehen? Also ich bin natürlich begeistert, wenn Sie schon 46 Jahre gearbeitet haben, aber ich kann Ihnen schon versprechen, Sie können definitiv nicht mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen. Sie können mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte bei dem Geburtsdatum am 1.3.2029, also mit Vollendung des 65. Lebensjahres, erstmals eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreichen. Sie können natürlich auch gerne zum 1.3.2027 eine Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen, dann aber hier mit der Höchststrafe 14,4% Abschlag, unabhängig davon, ob Sie dann 45 Jahre oder 50 Jahre gearbeitet haben. Sie können gerne dann auch mit 63 in Rente gehen, aber eben nicht abschlagsfrei. Das ist dann absolut nicht möglich. Also, meine Damen und Herren, Sie sollten sich da bitte nicht verrückt machen. Sie holen sich bitte eine aktuelle Rentenauskunft ein. Sie schauen in die Rentenauskunft rein. Das ist meistens so ein Pamphlet mit 10, 12, 15 Seiten. Und da steht auch ganz klar drin für die 4 Altersrentenarten in Deutschland, was Sie für Wartezeiten voraussetzen und welche Sie auch tatsächlich schon erfüllt haben. Und dann gucken Sie bitte rein, wann Sie das erste Mal abschlagsfrei, vorzeitig, meinetwegen gerne mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, in Rente gehen können. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein von rentenbescheid24.de: Altersrente für besonders langjährig Versicherte, Mythos 63 Jahre, vorzeitig in Rente gehen mit 63 ohne Abschlag oder später dann halt mit Abschlag. Das finden Sie alles auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.